Hallöchen, ihr seid schon da. Herzlich willkommen bei Mrs. Greenery. Herzlich willkommen zum heutigen Deko-Video. Ich setze mich mal kurz hin. Also, diese Ecke hier. Ihr kennt ja mein Wohnzimmer schon von der Fenstersims-Deko, die ich im November, Dezember für euch gemacht habe. Und ich habe hier so eine kleine Leseecke mir im Wohnzimmer eingerichtet. Das ist dieser Bereich. Und es steht eigentlich hier nochmal ein Tischchen. Ich habe ja noch einen Hocker und eine Leselampe. Und die Ecke hat mir schon seit längerem nicht mehr so gut gefallen. Ich wollte sie ein bisschen praktischer haben. Ich habe was gebraucht, wo ich meine Notizzettel, meine Notizbücher reintun kann, dann so ein bisschen Handy-Equipment und ja, was man halt so hat umeinander. Der ganze Krusch, der sonst schon mal rumliegt. Und deshalb habe ich dieses Sideboard hergestellt. Das stand bisher in der Küche oder besser gesagt im Eingangsbereich vom Esszimmer zur Küche, dort, wo wir jetzt die Schiebetüre installiert haben. Ich verlinke euch das Video hier oben. Und ja, das hat jetzt nicht mehr hingepasst und darum habe ich mir gedacht, das wäre doch die perfekte Lösung für meine Leseecke. Ihr habt es ja vielleicht auch manchmal so, wenn ihr lest, dann wollt ihr euch vielleicht eine Notiz machen oder braucht einen Stift und dann muss man immer aufstehen. Und manchmal macht man es dann einfach gar nicht, was ja auch blöd ist. Und drum bin ich jetzt echt froh, dass ich hier das Schränkchen habe und da ist alles Wichtige drin, was ich brauche. Und natürlich auch noch ein bisschen anderes Equipment und Kruscht, wie wir hier im Schwäbischen sagen. Also, ich würde sagen, jetzt machen wir gemeinsam mit der Deko weiter, jetzt wo ihr schon da seid. Zusammen macht es doch immer mehr Spaß, oder? Also alleine. Also als erstes kommt mein Beistelltisch. Der steht immer hier, der darf auch so bleiben. Den hatte ich davor auch schon hier stehen. Und schaut mal, wer da auch noch kommt. Die süße Inka ist heute auch mal wieder mit dabei. Meine zweite Katze, die Cleo, die lag eigentlich hier vorne. Ich habe gedacht, sie ist heute auch mein Bild. Aber ja, sie ist dann doch gegangen. Sie hat keinen Bock so auf Videos. Inka, bist du heute im Video dabei? Super. Freut mich. Also ich würde mal sagen, zuallererst machen wir hier auch noch schnell sauber und dann starten wir durch mit der Deko. Jetzt kommt die Inka wieder. Ja, Staubsauger sind nicht so Inka. Das ist nicht Inkas Freund, gell? Kannst du ruhig da bleiben, Inka? Ja, bleib schön da. Aber jetzt geht's los. So, zuallererst kommt wieder mein netter Beistelltisch hierher. Ich kann mal gucken. Dann meine Leselampe oder eben auch, nee, nicht oder eben auch und auch Stimmungslicht für den Abend. Das sieht nämlich immer richtig toll aus, wenn die abends an ist. Und schaut mal so als kleiner Trick, was ich gemacht habe. Die hat ein weißes Kabel gehabt und das hat mir nicht so gut gefallen. Und deshalb habe ich das Kabel einfach mit Jute-Band umwickelt. Und dann kommen wir auch schon zur Deko. Also, ich habe mir überlegt, ich möchte auf dem Sideboard einmal Bücher haben, dann ein bisschen was Grünes, noch eine Duftkerze und hier auf dem Beistelltisch liegen dann meine aktuellen Bücher, die ich gerade lese. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Und vielleicht auch noch ein bisschen was Grünes. Also zuallererst schnapp ich mir die Bücher. Ich habe die schon mal vorab ausgewählt. Es sind so ein paar schöne Bildbände. Ihr wisst ja, ich bin großer Bücherfan. Und ja, meine Bücherregale quillen über. Und im Shop habe ich ja mittlerweile auch eine Buchkategorie. Das freut mich sehr. Und auf jeden Fall finde ich aber auch, dass sich Bücher auch richtig schön dekorieren lassen. Wichtig ist immer, finde ich, dass man obendrauf noch irgendwas stellt. Entweder eine Vase oder vielleicht einen Stein oder sonst irgendeine schöne Skulptur. Dann
eine Greenery-Pflanze. Also wenn ich eine Pflanze dekoriere, dann gucke ich auch immer, dass die Ausrichtung stimmt. Sprich, dass sie gut aussieht, so wie sie steht. Das gefällt mir ganz gut. Das ist jetzt natürlich Zufall, aber schaut mal, seht ihr, wie die so ein bisschen rüber wächst? Schafft dann Verbindung zu diesem Teil der Deko auf dem Sideboard. Ja, manchmal hat man einfach Glück, gell, wenn man dekoriert. Und dann als nächstes noch eine schöne Duftkerze. Das ist die Sorte Winterwald und die riecht so gut. Ich verlinke sie euch auch unten. Gibt's bei mir im Shop. Jetzt gerade mal gucken, wie es aussieht. Ich muss sagen, das gefällt mir jetzt von den Proportionen nicht ganz so gut. Ich habe hier auch noch eine zweite Kerze. Ja. Die passt besser. Die lassen wir so stehen. Dann habe ich schöne Alpenveilchen geschenkt bekommen. Ich bin ja eigentlich kein Alpenveilchen-Fan, das wisst ihr, aber schaut euch mal diese Sorte an. Die hat wunderschöne Blätter und auch mal ein bisschen andere Blüten. Also mir gefällt die richtig, richtig gut. Ich habe das Töpfchen, das Töpfchen von der Pflanze, in einen antiken Vintage-Eimer gesetzt. Und jetzt gucken wir mal, wie das passt. Ich stelle es erstmal her. Denn als nächstes kommt jetzt mein aktueller Lesestoff. Sollen wir es so lassen? Oder eher so. Ich finde es so eigentlich fast einladender. Ich würde sagen, das lassen wir so. Jetzt geht es noch an die Ausrichtung der Möbel. Passt mal auf. Jetzt haben wir hier einmal den Sessel. Dann, was man natürlich auch braucht, einen Fußhocker. Denn ganz ehrlich, wer liest denn bitte schon so Bücher? Man will doch immer die Füße hochlegen. Deshalb, ohne Fußhocker geht es nicht. Ich rück den Sessel auch noch ein bisschen nach hinten. Ja, das gefällt mir gut. Der Tisch darf noch ein bisschen rüber. Ja, ich glaube, so bin ich happy. Ja, das sieht richtig gut aus. Ach schön, jetzt noch ein Kaffee, perfekt. Also ihr seht's, manchmal kann es doch ganz einfach sein. Was immer mein Tipp ist bei so einer Deko, schaut, dass ihr so ein bisschen in der Farbfamilie bleibt. Also hier ist ja alles so ein bisschen in Braun- und Beige-Tönen gehalten. Aber ich habe jetzt noch eine dritte Farbfamilie mit reingebracht, und zwar das Silbrig-Graue. Das wiederholt sich einmal hier so ein bisschen im Buch, und ja, die Kerze geht auch so ein bisschen in die Richtung. Und wir haben den Farbton auch hier nochmal. Und das macht es fürs Auge eben stimmig. Was nicht hundertprozentig passt, das ist der Farbton vom Holz in Verbindung zu diesem Braun und diesem Braun. Aber ich finde, es darf immer ein so ein Eyecatcher sein. Also ein Ton darf immer so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Dann sieht es immer noch gut aus. Und ja, also ich muss sagen, ich fühle mich wohl. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen inspirieren. Schön, dass ihr mit dabei wart. So macht es doch immer mehr Spaß, wenn man nicht alleine dekoriert, sondern liebe Zuschauer mit dabei hat. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Und wie immer freue ich mich aufs nächste Video. Und bis dorthin, bleibt kreativ, seid kreativ, eure Mrs. Greenery.